Gromperer Kichelcher mit Apfelkompott. Lecker. Bei uns geht's heute nach Luxemburg. Gromperer Kichelcher heißen die Reibekuchen bei den Luxemburgern. Und wie das Ganze funktioniert, erfahrt ihr jetzt. Für die Reibekuchen brauchen wir Kartoffeln. Die schälen wir und reiben sie logischerweise. Die Kartoffeln gießen wir ein bisschen ab. Wir brauchen eine Schalotte und eine Frühlingszwiebel. Ein Ei dazu. In Luxemburg gibt man wirklich viel Petersilie in die Reibekuchen. Und wir brauchen Salz und Pfeffer. Zu den Reibekuchen wollen wir ja Apfelkompott reichen. Dafür schälen und teilen wir die Äpfel. Bisschen Zucker dazu, eine Spritzer Zitrone. Und dann braten wir sie mit ein bisschen Butter an. Das Kompott lassen wir jetzt einfach ein bisschen köcheln. In der Zeit können wir unsere Reibekuchen braten. Ein bisschen Öl auf den Grill oder die Pfanne. Jetzt nehmen wir was hier von der Teigmasse. Das brutzelt schon ordentlich. Ein bisschen platt drücken. Guck einmal drunter. Ah, die werden gut. Das Kompott ist mittlerweile auch fertig geworden. Jetzt richten wir das Ganze schön an und sagen Bon Appetit.